Ja moin, was geht ab? Das war gerade eben das Drachenbaby und es wollte euch allen einen wunderschönen guten Tag wünschen. Wisst ihr Bescheid? Ja, das haben wir nicht geschafft, ist mir egal. Wie sieht's aus mit Hindernissen? Gibt's hier irgendeine Challenge davon? Selbstverständlich nicht. Ja, ist ja auch klar. Was kann ich denn sonst so machen? 1,25 Millionen Elixier. Okay, kannst du knicken. Mach ich nicht. LOL. Auch wenn wir dafür einen Tag Zeit haben, aber würde ich sowieso nie hinkriegen. Deswegen, ja, 24 Sterne. 2 Tage habe ich dafür Zeit. Na, wird auch nichts. Dafür mache ich viel zu wenig Angriffe. Ja. 4 Labore. Ja, kriege ich auch nicht hin, weil ich mache heute nur 2 Angriffe. Und die Challenge geht wie lange? 1 Stunde. Ja, bye. Komm schon, ist hier irgendwas, was machbar ist? Wir müssen es mit dem Gold probieren. Ansonsten sehe ich hier gerade kein Land. Mensch. Naja, gut. Brudingus, der Klankrieg ist auch wieder mal vorbei und wir gucken mal, ob wir gewonnen haben. Oder ob die Gegner in letzter Sekunde zurückgeschlagen haben. Ja, sie kamen dran, aber wir haben trotzdem gewonnen. Sehr schön. So muss das sein, Bruds. Der Clan baut sich auch so langsam wieder auf, aber allzu viel Hoffnung habe ich da nicht. Deswegen, ja, wisst ihr Bescheid. Allzu viel Hoffnung, dass der Clan weiterhin bestehen bleibt. Ich sag mal, da bin ich eher pessimistisch, ne? Aber ich werde gleich hier im Part live, ja, das ist alles live gerade, ja. Da werde ich einen brandneuen Mod verkünden, beziehungsweise einen neuen Vize. Und den werden wir gleich zu Gesicht kriegen, meine lieben Fräuleins. Deswegen, lass uns mal ganz kurz gucken, was denn hier so der Loot sagt. Nee, zu wenig Elixier. Nee, ist mir zu high. Nee. Gibt's denn hier nicht mal so ein Dorf mit 500.000 Gold? So wie im letzten Part. Spricht da irgendwas gegen oder so? Hallo? Geht es noch oder was? Ah! Ja! Ah! Boss! Moin! Als ob du die triffst, du Sau. Dankeschön. Geht doch. Immer dieser Palaver hier, Mensch. Gut, von wo aus gehen wir rein? Ich würde sagen, von... Yoyoru. Und Icke würde mal sagen, ja, sind natürlich alle gestorben, ist klar. Alle Baubrecher sind natürlich abgekratzt, wie das halt eben auch so sein muss. Aber ich würde mal sagen, der Loot ist momentan relativ fruchtig, auf fruchtigem Boden. So muss es sein. Anderen Truppen warten wir erstmal. Okay, okay, ich merke schon. Ui, das war nochmal ganz knapp geheilt. Unwitzig. Und jetzt booten wir hier nochmal die Geschichte. Schon hier nochmal ein bisschen Loot, ja. Ein bisschen Loot, je. Und dann wäre auch schon alles Mögliche geklaut. Lol. Sehr gut. Wir können eigentlich direkt schon aufhören. Das hat ja jetzt hier so wieder gar keinen Sinn, Mensch. Aber die Bogies, die machen ja echt Schaden hier. Was ist denn bei denen los? Die sind ja nicht mal verbessert. Krasser Typ. Heftiger Auto. Ah, komm, wir gucken mal, wie weit die Reise noch geht mit dem Angriff. Aber ist ja mal so bei einem Riesen und 2 Bogies und einer Hugi-Schwestes. Da ist Feierabend für uns. Also, bye.
Welches Schwein guckt mir da gerade wieder zu? Du hast Stalken hier, ne? Klein Schwein. Okay, danke schön für die Likes hier. Cool. So, wo haben wir denn die Gute, die wir zur Vize machen wollen? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Es kann sein, dass sie Angel ist. Also in YouTube heißt sie Amy Rose. Hier heißt sie wahrscheinlich Angel. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Angel auch, oder dass die Angel in diesem Spiel auf YouTube Amy Rose heißt, weil ich sehe hier keine Amy Rose. Also befördern wir mal diese Gute zum Vize. Ja, einen coolen Smiley, cool. Mhm. Das war auch nur fast cringe. So, nochmal. Ich weiß nicht mehr, wie viel uns fehlt. Knapp 100.000 sollten wir hinkriegen. Vor allem, wenn wir jetzt auch wieder auf ein Dorf gehen, das sehr knackigen, frischen und fruchtigen Loot hat. Da kann man bestimmt ein leckeres Dorf finden. Ja, nee. Ja. Ja. Es tut mir übrigens leid für den letzten Part. Ich war da wieder sehr abgefuckt. Ihr habt das mitbekommen. Ihr habt das bestimmt auch gemerkt. Nein, Kai, wie kommst du denn darauf? Lol. Ja, ihr müsst wissen, keine Ahnung, also ich weiß, das Nachtdorf regt mich übertrieben auf. Das ist halt, ich weiß nicht. Gerade wenn man da irgendwelche Challenges machen möchte, ist es übertrieben cringe, weil diese Challenges auch in diesem Sinne so einiges mit Glück zu tun haben, weil, naja, ich sag mal so, ich hätte vielleicht irgendwo anders hingehen sollen. Hier ist mir ein bisschen zu wenig Elixier, aber wir gehen trotzdem mal kurz rein. Nee, weil das sind halt Challenges und im Nachtdorf, wenn du eine Challenge gewinnen willst, brauchst du auch irgendwie Glück. Im Sinne von, na, du musst halt hoffen, dass du einen Gegner findest, bei dem du deine Dinge erreichen kannst, die du dir vornimmst. So, wie sieht's denn vom goldmäßigen Stand aus? Hoffen wir, dass wir da. Ja, das ist gereicht. Ich würde sagen, das ist erreicht. Ja, das ist auf jeden Fall erreicht. Ja, moin. Ich würde ja auch ganz. Ich würde auch liebend gern an das Dunkle kommen, ne? Aber dort ist es mir nicht so vergönnt, ja. Gut, aber ich denke mal, wir haben doch bestimmt unser Ziel erreicht, ne? Ding, 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 ding. Lecker. Jetzt ist die Frage. Oh mein Gott. Wir kriegen es hin, Brudingos. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Denn wir haben nicht nur den Klankrieg gewonnen und somit voll den krassen Loot bekommen. Wir haben auch gerade eben noch die 5 Sterne, den 5 Sterne Bonus bekommen. Das heißt, wir schaffen es jetzt endlich mal, die Bogies auf Level 6 zu verbessern. Und dann hätte sie 44 Trefferpunkte. Dann frage ich mich, wieso schafft es ein Minenwerfer, Bogietruppen sofort zu plätten? Ich habe diesen Eindruck halt einfach original immer noch. So, und was nun? 200 Zerstörung. Ich denke, das klingt doch realistisch. Ja. Also klingt es realistischer, als 4 Duelle zu gewinnen. Lol. Adam verlangt von mir, dass ich die Kommentare lesen soll, aber gleichzeitig liest er nicht die Kommentare. Das ist voll die Doppelmoral, oder? Denn Amy hat als Kommentar geschrieben, dass sie dem guten oh.
Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Das ist... Oh Gott. Geh da rein, es wird Zeit, du Sau. Jawohl. Nee, Adam ist sein Name. Wie könnte ich ihn denn bloß vergessen, meine Güte. Meine Fräuleins. Der gute Adam hat wohl übersehen in den Kommentaren, dass die gute Amy sich als Freiwillige gemeldet hat. In Sachen. Perfekt. In Sachen Vize. Ja. Was ist ein Push-Projekt? Ich habe mich das auch schon gefragt. Was ist ein Push-Projekt? Was ist bitte ein Push-Projekt? Hat er auch in den Kommentaren gefragt. Ist das irgendwie, dass ich andere Truppen nehme, die pushen oder was? Ja, als hätte ich davon Ahnung. Ihr wisst doch, wie autistisch ich in diesem Spiel bin. Ich kann nur mit den gleichen Truppen angreifen, Mensch. Das müsst ihr aber mal so langsam kennen. Schweine. Nichts wisst ihr von mir. So, komm, weitermachen. Wir haben zwar schon gut ein Drittel von dem geholt, was wir brauchen, um die Belohnung zu bekommen. Ah! Aber da geht noch mehr. So, und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Bomber die mittige... Ja, so muss das sein hier, du Schwein. Lass natürlich auch noch ein paar Barbares Brüdes reinrennen. Und moin. Damit bin ich auch ganz zufrieden. 62%, da kannst du nicht mehr ne? Ja, wenn du pushst. Ach so. Ein Push-Projekt. Was ist was? Vor allem, was für Projekt? Als ob ich für Pushen ein neues Let's Play mache. Weil Projekt heißt für mich Let's Play. Und Projekt, naja, weiß ich nicht. Live mache ich hier schon mal gar nichts. Live will hier keiner zugucken. Als ob jemand meine Livestreams von Clash of Clans schauen würde. Ich bitte euch. So. So, wisst ihr, was für ein Ehrenmann ich bin? Ich mache trotzdem weiter, obwohl wir hier nichts zu gewinnen haben. Wenn das nicht ein Ehrenmannverhalten ist, dann weiß ich auch nicht. Wir pushen von hier, oder? Auf jeden, meine Brüdes! Ja! Das werden wir tun, ja! Kommt, Jungs! Jetzt macht mal hier. Reißt die innere Mauer auf. Jo. Gönnung! Ja, moin! An 50%! Cool! Lol! 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 So, noch einmal und dann sind wir auch durch. Und weiter. Da haben wir doch heute wieder 200 Punkte gemacht. Oh, da kannst du doch absolut nicht meckern, oder? Ja.
Mhm. Ah, richte diesen Sieg. Er ist super süß wie Heroin. Durchaus, durchaus. So, komm, jetzt machen wir hier den Zerschmetterer kaputt. Kaputt, Schnick. Schnicktendo. Mach keinen Schnickschnack. Sonst mache ich einen Flickflack in deine Fresse, du. Kleiner. Was weiß ich? Mir fällt keine Beleidigung dafür ein. Oh, die Bomber meinen das gerade ernst. Die meinen das ernst, die Bomber, Mensch. Die machen Arbeit, machen die hier. Sie sind am Werkeln. War leider nicht an der richtigen Stelle. Lol. Sieh mich an, ich habe eine Mauer kaputt gemacht. Ist doch cool, oder? Ja, genau. Na gut, Brudingos, damit hätten wir 200 Punkte für heute eingesammelt. Und das wär's dann auch für heute, ne? Sind wir auf einem ganz guten 4. Platz, meine Fräuleins. Und damit haben wir, ja, hier, Stufe 3 erreicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das erreichen. Ihr habt es von mir gehört, ne? Nein, nicht hier reingehen, sondern habe ich schon die Truppen produziert? Ja, gut. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? Was wird jetzt verbessert? Also, warte mal kurz. Ey, die Barbaren wurden ja verbessert. Hey, hey, das habe ich gar nicht mitbekommen. Warum sagt mir das niemand? Meine lieben Yokai. Zum Heulen ist das. Na gut, dann mal die Megamine gemacht. Wird auch mal Zeit, dass sie ein bisschen stärker wird, ja. Macht's gut, haut rein. Ciao. Wow, habt ihr das mitbekommen? Ich habe mal ein Part lang nicht nur den Abgefuckten gespielt, sondern ich war auch mal ziemlich gut drauf. Die meiste Zeit des Parts über. Das kommt nicht oft vor. Das ist auf jeden Fall ein... Na, ich würde mal sagen... Ein Erfolgserlebnis. Ja.